Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von FIFA 21 Karrieremodus mit dem geilsten Verein der Welt, SK Rapid Wien. Ja, diese Folge ist eine andere Folge als die anderen. Es ist nämlich Zeit, jetzt uns Gedanken zu machen über die Wintertransfers. Ich werde jetzt da mit euch über den Kaderumbruch sprechen, wie das ausschauen wird im Winter bereits. Ich habe euch ja am Anfang der Karriere schon gezeigt, wie der Entwicklungsplan aussieht. Wie ich das machen will, das Ganze aufbauen will mit Rapid. Dementsprechend wird es jetzt bereits im Winter große Veränderungen geben. Es wird uns wahrscheinlich in der Breite am Anfang ein wenig schwächen, weil wir doch Qualität verlieren werden. Langfristig wird es uns aber dazu bringen, dass wir gute heimische Talente im Verein haben, die sich großartig entwickeln werden, hoffe ich. Dementsprechend zeige ich euch jetzt mal den Plan für den Winter. So. Zuerst einmal zu den Spielern, die ich eigentlich auf die aufs Transferfenster hauen will, also auf die Transferliste hauen will. Nämlich ist das in der Innenverteidigung will ich noch etwas zuwarten. Da können wir dann vielleicht im Sommer einen Umbruch starten, weil zu viel ist dann auch nicht gut. Es wird ohnehin richtig viel verändert werden, vor allem im Mittelfeld. Es soll nämlich Sreedhar Grahovac verkauft werden, der eigentlich bei uns ja kaum ins Spiel aufs Ja, ins Spiel kommt, also auch kaum eingesetzt wird, wenn überhaupt dann als Reservespieler und wird dann auch nicht oft eingewechselt, also den brauche ich eigentlich nicht. Dann haben wir Melih Premoglu, wer es verfolgt hat, wer Rapid-Fan ist oder auch die österreichische Bundesliga verfolgt, weiß, dass Melih Premoglu nach Holland verkauft worden ist, in die Niederlande, zu Heracles Almo oder keine Ahnung, sorry jetzt, wie die heißen, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Verein heißt. Bei mir mich da gerade. Auf jeden Fall hat sich Melih Premoglu dazu entschieden, auch für die für die türkische Nationalmannschaft zu spielen. Ist jetzt dann nach Holland gewechselt bezüglich ja, seiner Entwicklung. Und deswegen hat sich, glaube ich, auch Rapid von ihm getrennt, weil er eben dann als Legionär in Zukunft zählen wird. Deswegen er ist er ja hier im Spiel Österreicher. Habe ich nicht vor, ihn jetzt da weiter auszubilden und zu entwickeln für die Nationalmannschaft, denn, wie gesagt, im Real Life anscheinend jetzt der türkische Nationalmannschaft das Ziel. Ist jetzt auch nicht mehr Rapid, dementsprechend werden wir auch ihn auf die Transferliste setzen. Dejan Petrovic, eigentlich auch erstens einmal kein Österreicher, zweitens hat schon Potenzial, aber jetzt auch Slowene muss nicht sein. Ich will da ja Eigenbauspieler auf Eigenbauspieler setzen. Daher wird auch er verkauft. Wir haben nämlich im Mittelfeld erstens einmal ein Überangebot. Wir haben nämlich Dejan Lubicic, wir haben Leon Schuster, wir haben Dalibor Velimirovic. Und wir haben Marcel Ritzmeier. Also wir haben ohnehin ein breites Angebot an Spielern. Wir wollten ja Nico Seidel raufziehen von der Akademie, der mit 61 bereits mit 18 Jahren sehr starkes Talent ist. Daher wird es leider auch in der Breite unseren Christoph Gnasmüller treffen, der ja sehr, sehr gut war, vor allem immer als Joker für Demir, wenn Demir mal nicht in Form war. Wird auch er den Verein verlassen im Winter. So hoffe ich zumindest, dass wir ihn verkaufen können. Dann habe ich einen anderen Plan, nämlich dass ich im Sturm vor allem Platz freischaufel, nämlich Dani Alla braucht man natürlich nicht. Ich überlege auch, Kouya Kitagawa zu verkaufen. Ich sage euch warum. Weil wir eigentlich. Okay, eigentlich, wenn man mit Doppelspitze spielen. Können wir Kouya Kitagawa sogar noch behalten, zumindest mal vorerst. Ich will nämlich Marco Krull ins Team holen, schon im Winter, wenn es geht, dass ich den ja bekomme, weil der ist nämlich auch ein Riesentalent in Österreich. Den will ich unbedingt im Winter eigentlich schon haben. Er kann dann auch die Position des Stürmers bekleiden, aber auch auf den Flügeln spielen. Das heißt, der könnte auch am Flügel dann spielen. Ja? Das heißt, der ist eigentlich auch ein Transferziel von mir, ein weiteres Transferziel von mir. Wäre eigentlich Matheus Taverna, den ich sehr, sehr gerne im Team hätte, weil er auch enormes Potenzial mitbringt, vor allem im Spiel. Und ein richtig beweglicher, schlaksiger Spieler ist im Mittelfeld, sage ich mal. Den hätte ich wirklich gerne im Team. Das Problem ist allerdings momentan nur, dass im ZDM Marcel Ritzmeier meistens gesetzt ist mit deren Lubicic. Und wir haben dann auch noch eben Velimirovic und Schuster. Das heißt, wir könnten eventuell Schuster verleihen und könnten Matheus Taverna jetzt im Winter schon holen. Oder wir warten zu und machen da erst überhaupt was im Sommer. Wäre wahrscheinlich sogar vernünftiger.
Ich will aber, wie gesagt, auch nicht das Risiko eingehen, dass Matheus Taferner irgendwann weg ist. Den hätte ich nämlich auch sehr gern im Team. Und ja, ich glaube jetzt da die ersten Transfers für den Winter haben wir auf jeden Fall mal auf die Transferliste gesetzt. Das war eben jetzt Grawarz, dann Dejan Petrovic, Melih Brej-Moglu, Christoph Knasmüllner und Daniel Alla. Also wenn ich die Leute losbringen sollte jetzt im Wintertransferfenster, wäre das sehr, sehr geil. Ich werde wahrscheinlich aber auch erst reagieren, wenn wirklich ein Platz frei wird, weil ansonsten ist das natürlich ein bisschen blöd. Ja? Kann ich jetzt da mal zeigen, wer denn auf unserer Transferliste ist. Das ist so generell, beziehungsweise auf unserer Wunschliste, das ist aber so generell alles, was mal in Österreich ist und gut beobachtet worden ist. Zum Beispiel ein Valentina Müller, natürlich auch immer ein interessanter Spieler. Daniel Nussbaumer sowieso. Tatarot, der habe ich auch schon, glaube ich, öfters erwähnt. Auch ein Wunschspiel eigentlich von mir. Kann auch am Flügelspiel, auch im ZOM. Da wir aber Nico Seilitz haben, werde ich mich eher für Taferner entscheiden. Das ist ein richtiger ZM, ein richtiger Achter eigentlich. Wie gesagt, der ist so mein Ziel Nummer 1 eigentlich im Winter. Den hätte ich gerne. Bringt auch schon gute Werte mit. 64 Gesamtstärke mit 19 Jahren. Und unser zweites Ziel. Gar nicht drinnen. Los. Das ist natürlich wieder ein Fail von mir. So. Unser zweites Transferziel für den Winter ist Marco Krühl. Der wird jetzt noch gescoutet. Dann habe ich zu meiner Schande nämlich noch gar nicht gescoutet. Weiß ich aber ohnehin, dass der gut ist. Für den Sommer habe ich dann auch noch in Erwägung, Robert Ljubicic zu holen. Aber wahrscheinlich erst im Sommer, weil dann die Leihe von Ritzmeier ausläuft. Ritzmeier eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt bei uns im Winter. Wir könnten versuchen, die Leihe von Ritzmeier zu beenden. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich klug ist und ob das denn nicht zu viel ist. Schreibt aber gerne mal in die Kommentare, ob wir auch Robert Ljubicic im Winter schon holen sollen und Marcel Ritzmeier Leihe beenden sollen. Der ist nämlich auch schon 27 oder 28, glaube ich. Und wir wollen das Team ja verjüngen und auf, wie gesagt, auf heimische Spieler setzen. Ja, was so der Plan für die Jugend ist, in demnächst eben ist, dass wir Nico Seidel raufziehen, eben Christoph Knasmüller wegkommt und Christoph Seidel Nico Seidel raufziehen. Ihr seht das Potenzial unglaublich, unser neuer Yusuf Demir eigentlich schon, der kann perfekt die Reserve für Yusuf Demir machen. Super Spieler wird sich, bin ich überzeugt, top entwickeln. Der wird auf jeden Fall raufgeholt. Die anderen haben jetzt nicht 60 Gesamtstärke, da muss man dann schauen. Die, was wirklich 58 und 57 haben, werde ich wahrscheinlich noch drinnen lassen. Die anderen können wir jetzt eigentlich mal freigeben, weil die werden eigentlich nie so wirklich in Frage kommen für unser Team, muss man so fair sein. Die werden sich nicht mehr so stark entwickeln. Auch wieder Platz zum Machen. Eben, wir haben dann noch mit Johannes Moser 58, dann einen Markus Stadler mit 58, 16 Ernst Kugler und einen Paul Wiesinger, junge Spieler, die vielleicht irgendwann noch auf 60 kommen, bis sie 17, 18 sind. Und dann, wenn sie nicht vorher schon einen Vertrag wollen, dann werden wir das Ganze natürlich auflesen, weil das Potenzial ist jetzt nicht so gut. Aber man könnte die mal ins Team holen und vor allem verleihen, dann vielleicht, das muss man sich anschauen. Aber erst, wie gesagt, wenn die dann überhaupt mal 60 sind, weil so sehe ich nicht wirklich unbedingt Bedarf. Ja, was noch der Fall ist, ist, dass ich überlege, einen zweiten Jugendscout einzustellen, wenn es das Budget dann erlaubt. Aber da warte ich mal auf die Transfers ab. Es wird ja noch einen mit 5 Sterne vollen geben um 4 Millionen Euro, den man holen könnte. Den könnte ich auch jetzt schon holen eigentlich. Weiß aber dann nicht, wie das Ganze budgettechnisch ausschaut. Das Ziel oder der Plan wäre nämlich, ich habe euch ja gesagt, wir wollen auf Eigenbauspieler setzen und vorwiegend auf österreichische Spieler. Das soll natürlich so bleiben, aber es wird vielleicht einen zweiten Scout geben, der so die Nachbarländer bereisen und scouten soll. Das heißt, ähnlich wie bei Rapid, dass man sich dann vorrangig um Slowenien, Slowakei, Ungarn kümmert, Tschechien, so Länder im Osten, Ostblockländer, Polen vielleicht noch. Ja, was gibt's noch? Ja, alles halt, was nicht so weit ist und direkt eigentlich an Österreich grenzt und
Österreich in Frage kommt, Kroatien vielleicht noch Balkanländer, mit denen ist Rapid eigentlich auch in den vergangenen Jahren gut gefahren, könnte ich mir vorstellen. Also, dass man da wirklich ansetzt auch und schaut, finden wir da Spieler und wenn die Spieler dann natürlich die Akademie durchlaufen, dann kann man sie natürlich dann auch ins Teams holen, weil dann sind sie Eigenbauspieler, haben die Jugendakademie durchlaufen und sind dann quasi unsere eigenen entwickelten Spieler und dann gehören die quasi auch zu unserer Mannschaft. Ja. Das ist so mal das Ziel. Was noch der Plan ist, jetzt mal, ist, dass ich mir überlegt habe, dass das Ganze ein wenig langwierig wird. Wer die letzten Videos verfolgt hat, wird vielleicht auch schon gemerkt haben, dass ja, die Aufrufe oder die Kommentare jetzt nicht immer ganz so top waren im Gegensatz zu den Anfangsparts. Ich habe versucht, da wirklich Highlights zu machen. Ich glaube aber, dass das Ganze noch immer viel zu viel ist und zu lange dauert. Weil in einer Karriere muss man natürlich sich auch kümmern um die Entwicklung der Spieler. Wie gesagt, um die Jugendakademie, um Transfers. Es soll wirklich auch in der Karriere, im Karrieremodus um das Management gehen und des Vereins. Und da ist halt das Ganze viel zu kurz gekommen, meiner Meinung nach. Wir haben jetzt da viele Spiele gehabt, auf jeden Fall. Es kommt jede Woche ein Part. Dementsprechend können wir das Ganze nur schwer handeln. Ich bin, wie gesagt, Vollzeit berufstätig noch nebenbei. Schaff's leider nicht wirklich, dass ich da zwei, drei Parts in der Woche raushaue. Dementsprechend habe ich mir was überlegt, wie wir da schneller vorankommen, weil ich will ja auch euch zeigen, wie sich die Mannschaft langfristig weiterentwickelt, welche Spieler dann drinnen sind, wie wir das Ganze umbauen. Das ist ja auch das Interessante, denke ich. Deswegen habe ich mir überlegt, eben, wie gesagt, immer das so zu machen, dass man manche Spiele schnell simulieren werden oder ich simulieren werde und dann maximal eingreifen werde. Das weiß ich noch nicht, ob sich das dann ausgeht, euch zu zeigen, ob das wirklich einen Sinn macht dann von den Längen der Parts. Aber ich habe mich entschlossen, euch, wenn ihr das wollt, mehr einzubauen. Das heißt, ich werde euch dann immer am Ende des Parts, am Ende des Videos zeigen, welche Spiele anstehen und ihr könnt dann entscheiden quasi, welche Spiele wir als nächstes spielen. Ne? Jetzt sind es demnächst vier Spiele gegen die Austria, das werde ich auf jeden Fall noch mitnehmen, denke ich. Dann das Heimspiel in der Europa League gegen Arsenal muss gar nicht sein, weil da sind wir, glaube ich, schon fix dabei. Da könnt ihr gerne abstimmen, ob ihr das sehen wollt. Es sind jetzt nämlich vier Spiele im nächsten Monat, die anstehen. Welche Spiele ihr von den vieren sehen wollt, könnt ihr gerne mal abstimmen. Ansonsten wird das wahrscheinlich gegen die Austria und Arsenal sein. WSG Tirol und Sturm Graz werde ich vielleicht dann simulieren. Aber schreibt gerne in die Kommentare, welche zwei Spiele ihr von den vier sehen wollt. Und das werden wir dann immer so handhaben, wie gesagt, nach jedem Part, dass ich euch dann von den drei, vier Spielen, die im Monat anstehen, befragen werde, welche Spiele ihr sehen wollt. Und dann können wir das Ganze so machen und kommen hoffentlich schneller weiter voran. Und können dann, ja, einfach schneller wieder die Saison beenden, das Ganze dann wie gesagt abhändeln, die Mannschaft entwickeln, mit Transfers umbauen, das Ganze so gestalten, wie wir uns das vorstellen. Und denke ich, das wird dann noch einmal interessanter und spannender werden, als da jetzt da jedes einzelne Spiel zu zeigen immer. Und dann dauert das doch etliche Wochen, Monate, bis wir da mal die Saison durchhaben. Also wir sind jetzt gerade mal im Wintertransferfenster und das ist jetzt, glaube ich, schon der 12. Part. Und das zieht sich dann meiner Meinung nach doch ein wenig. Aber schreibt gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall, dass die Anteilnahme noch immer da ist. Der letzte Part hat jetzt, glaube ich, schon wieder über 40 Aufrufe, der jetzt da gekommen ist am Samstag zum Mittag. Freue mich auf jeden Fall, dass euch noch immer gefällt, dass ihr dabei seid. Aber wie gesagt, ich habe für mich auch so herausgefunden, dass ein bisschen langsam die Luft draußen ist, weil das Ganze halt doch langwierig ist, ein Karrieremodus und deswegen halt für mich die Entscheidung jetzt da oder die Idee dahinter. Ihr könnt ja gerne sagen, wenn ihr wirklich jedes Spiel sehen wollt, die Idee dahinter, dass wir das Ganze mit Simulieren machen und eben uns auch viel mehr um die Management-Sachen kümmern im Karrieremodus, denke ich, die sind nämlich auch ganz interessant. Ja, dann schreibt mir gerne nochmal rein, wie das Ganze mit Robert Ljubicic, Marco Krühl und Matheus da ferner handhaben würdet. Soll man wirklich im Winter schon agieren? Gut, in erster Linie müssen wir, wie gesagt, abwarten, ob wir wen verkaufen von unseren Spielern. Sollen wir da wirklich schon jetzt im Winter großartig agieren und einen Umbruch machen? Oder würdet ihr sagen, behalten wir doch noch die jetzige Mannschaft bei und machen wir dann im Sommer den großen Umbruch?
Wie würdet ihr das Ganze dann angehen? Schreibt mir gerne Kommentare. Ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder einen Daumen da lässt, wenn es euch gefallen hat, den Channel abonniert, könnt das Video auch gerne teilen und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, Leute. Bis dahin, bleibt's gesund, euer Fredel ist sehr, ciao.